Grazi, wir sind die... Hä, ich dachte, wir hören auf damit. Hast doch können wir ja doch jetzt nicht in so einer Situation mitten im Abschnitt. Wegen der Musik. Ja, weil es... Punkt. Da. Jetzt können wir gut aufhören. Nee, oder? Können wir wahrscheinlich schon, aber... Irgendwie ist es aber nicht gut, jetzt aufzuhören. Jetzt ist es nicht gut aufzuhören. Also von der Zeit her wäre es eigentlich gut, weil wir wollen... Guck mal, der Stein ist dankbarerweise liegen geblieben. Wir brauchen noch so einen Stein, oder? Wenn ich den jetzt hier runterrolle, den kann ich gar nicht mehr runterrollen. Der ist steinfest. I need to find another rock. Ja, weil das sozusagen so Midway in der Mission drin ist, verstehst du? Midway? Wir sind auch ein Entwickler von Rennspielen, ja. N64. Und Oh, ne, guck mal, was hier ist. Mortal Kombat, oder? Mortal Kombat. Ich kann mich wieder besaufen. Warum sollte ich das tun? Warum soll ich jetzt auspinkeln? Musst du jetzt pinkeln? Kannst du jetzt pinkeln, meine ich? Ich vermute. Da, die. Die sind fällig jetzt. Nein, ich weiß es. Es ist noch schlimmer. Ich muss den Steinmann pinkeln. Können Sie die Frau bitte anpissen mal? Ich muss den Steinmann da durchpinkeln. Es ist schon wieder eine tedious Kacke, aber wenn es nicht gleich sofort geht, dann... Könnte man nicht irgendwie... Da haut mich auch zurecht, muss man sagen. Ist das ein Sarg eigentlich in der Mitte? Das ist Gothics? Das sind Gothics. Sieht man doch auch an der Kleidung der Frauen. Guck mal, das, was du mit dem Steinmann da machst, ne? Das ist dir schon mal echt passiert. Ist das nicht verrückt? Ja, da haben wir schon mal geredet. Ja. Ach, jetzt kotzt er schon wieder. So, weil du ihn angepisst hast. Ich glaube, wir müssen doch das hier sein lassen. Ich hab's gerade gesagt. Ja. Gut. Das ist kein echtes Video der beleuchteten Brüder. Wir können daraus ein Special machen. Ja. 7 Stunden, 3 Minuten. Wir sind mitten in Uga Buga und danach kommen noch 3 Level. Die sind auch ziemlich tedious teilweise, leider. Das 2, oder? Nee, 3. 9 gibt es und das war 7. Spooky, War und Heist. Das war 6. Spooky, War und Heist. Ich glaube, War gibt's nicht mehr. Also, pass auf, ich gucke jetzt, ab wie vielen Jahren das ist. Ich sage 16. Und wenn das nicht, also wenn das ab 16 freigegeben ist, so ich sage, dann schuldest du mir relativ viel Geld. Oder? Ach, meine, ja. Das schuld ich dir. 20 Cent. Euro Cent? Ja. Komm, das wird für die Altersfreigabe. FSK 18. Nee, USK ab 16 freigegeben. Ja. 18. PEGI 18. Ja, aber ja, USK 16. PEGI 18. Nein, PEGI 18. Wir haben beide recht. Nein, ich krieg jetzt sehr viel. Ich krieg jetzt 20 Euro beide von dir. Ein Knopf, mitten im Sofa. 512 Megabit Steckmodul. Ja. Haben wir schon mal deswegen gesagt, resettet er immer, weil er so viel Megabit hat. Weißt du, welche noch 512 hatten? Also nee. Im Kopf? Doch, Resident Evil 2. Richtig. Mit Jaws Mars. Richtig. Und irgend so ein sonderbarer Titel wie Hybrid Heaven oder Winback oder so. War nicht auch, Och Mann, Alter, eben noch drüber gesprochen. Perfekt, ja. Ja, auch 512. Könnte sein. Die waren auch ein bisschen schwerer, wenn du die verglichen hast. Mit komisch, ne? Das Bit was wiegen. Ja. Ist schon komisch. Ja, schon nicht wirklich. Ja, ist komisch. Ist dann auch der. Die 64-Dinger, die waren mega leicht. Die konntest du, wenn du die hochgehoben hast, waren die sofort in der Decke. Also, die erwartet hast, dass die sind direkt hochgeflogen. Aber ist denn auch der N64 leichter als der, schwerer als der NES? Könnt ihr auch nochmal den Multiplayer von Conker spielen? Nein. Um Gottes Willen. Aber der war gut. Ja. Weißt du, was ist? Ja, die SNES-Module sind leichter. Nein, die Konsole. Weiß ich nicht, ich glaube ja. Also, aber NES wenn ich meine ist Hand leichter nicht für den Pipi legen. Warum legt man seine Hand für etwas ins Feuer? Das ist auch immer, tut auch immer weh. Ich kann mir dafür meine Hand nicht ins Feuer legen.
Vielleicht so im Sinne von, ich bin mir so sicher, dass dieses Feuer nicht heiß ist. Deswegen. Weißt du? Ja, aber es wäre mega dumm. Und vielleicht ist das Rede so eine Abwandlung, weil eigentlich ist das mal mit so Platten gewesen, Herdplatten. Und so, bist du sicher, dass sie aus ist? Ja, ich bin mir so sicher, ich lege meine Hand da drauf. Ich glaube nicht, dass daher die Redewendung kommt. Doch, daher ist ein Ceranfeld. Ich kann mir auch schon, nee, nicht Ceran, ein Kochfeld. Da ist der Tod am Kater. Ofen, von so einem heißen Ofen, auf dem man früher so einen Kessel drauf gemacht hat. Wenn drin das Feuer brannte, um die Wohnung zu und man gleichzeitig noch so einen Schweden zum Beispiel. Kann man in Schweden? So, in Schweden. Und dann kann man das so einen Topf draufstellen, so ein Heiß machen, so ein Teewasser. Bis es gepfiffen hat. Ja. Zwei Sachen mit einer. Mein Schwein pfeift, da kommt es ja auch. Genau, und dafür, ne? Dass wenn ich meine Hand ins Feuer lege, pfeift das Schwein. Nicht das Schwein pfeift, der Deckel, der ja. Das im Stöfchen. Ja, genau. Das würde ja landläufig auch Schwein nennen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass in einem Let's Play-Video irgendwo das Wort Stöfchen vorgekommen ist. Und das war nicht mal an einer ganz richtigen Stelle. Macht aber nichts. Besser als gar nicht, Stöfchen zu sagen. Nee, sag ich ja. War nicht an der richtigen Stelle. Aber trotzdem. Stöfchen, ja. Der Kessel pfeift. Und das Schwein. Das Schwein pfeift eigentlich auch nicht. Hast du schon mal ein Schwein pfeifen? Nein, warum sagt man nicht? Ich glaube, ein Schwein pfeift. Weil das ja eben nicht passiert. Nein, ich weiß, wo es herkommt. Rennschwein Rudi Rüssel. Rudi, hier, doch, ohne Witz. Das wird thematisiert im Buch Rennschwein Rudi Rüssel von Uwe Timm. Ja, das kann ja sein, aber da kommt nicht die Redewendung. Ich glaube, ein Schwein pfeift heißt einfach, wenn etwas so komisch ist, dann pfeift sogar ein Schwein, obwohl ein Schwein definitiv nicht pfeifen kann. Ach so, wie ich habe schon Pferde kotzen gesehen. Ja. Oder wenn das und das passiert, der Hund in der Pfanne dann verrückt. Fliegen mir kleine Engel aus dem Hintern. Das kenne ich. Ich kenne das schon. Das passiert. Mann, nicht mehr. Alljährlich. Zu Nikolaus. Gute Nacht. Das war jetzt doch noch ein interessantes 6,5 Minuten Video, 7 Minuten Video. Ich verstehe nicht so richtig, warum wir das jetzt nicht durchspielen. Weil wir doch das Spiel wechseln ich wollen. Ich weiß, aber jetzt hast du das doch gestartet. Du hättest das jetzt schon noch einmal. Ja, aber das war mir zu. Also ich jetzt mit dem die Steine da durchpinkeln durch die Tür, während sie mich verprügeln. Das ist tatsächlich so richtig, was du sagst. Absurd. Okay, das heißt, wir müssen es das nächste Mal machen mit Sekt. Ja. Sekt wird uns helfen. Ja. Jetzt geht's weiter mit. Da hängt so Wachs runter. Ja. Ist das Absicht? Nein. Okay. Ist eine Kerze ausgelaufen. Wirklich? Ja. Die da vorne, glaube ich. Und es ist ein bisschen auffällig, welche Sachen ihr nicht so gern mögt aus diesem Buch. Keine Fans von Lakritze. Hm? Keine Fans. Hier, diese hier ist doch alles Lakritze. Doch, aber die Lakritze pur sind alle weg. Ah, guck mal, aber die Frösche. Das sind meine Favorites. Jetzt wissen wir auch, was Punk gerne bei Colorado nascht. Frosch. Gute Nacht.